Moin Moin und willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Und das hier ist der Jurassic Park. Und zwar als Teil der In-Game-Spielreihe Chaos-Theorie. Und wir haben die von euch schon länger verfolgen, hier die Aufgabe, den Jurassic Park nochmal neu aufzubauen und die Fehler, die damals im Film gemacht wurden, zu vermeiden. Ja, bislang schlage ich mich so halbwegs gut, könnte man meinen. Der junge Saurier, der hier liegt, hat leider eine Lungenentzündung und ich habe mir gedacht, da ich kein Quarantäne-Gehege habe zur Isolation, bringe ich ihn mal hier vorne in meinen Bereich, wo ich diese, diese kleine Sonderzone geschaffen habe, um, wenn ich hier einen Velociraptor noch dazu ausbrüten lasse, ihn dann hier in das Gehege zu schicken, oder wenn ich noch einen Dilophosaurus-Saurier haben möchte, dass ich ihn dann hier über das Tor reinschicken kann. Ne? Und das nutze ich jetzt gerade einfach mal, um ihn in Quarantäne zu schicken oder zu belassen, denn wir wollen ja nicht, dass alle anderen Struthiomimus sich hier drüben anstecken. Ja, so ist das. Der Park. Er wächst und gedeiht. Unsere Besucher sind eigentlich relativ zufrieden, aber es wird jetzt schweinemäßig teuer. Denn wenn wir jetzt mal in die Forschung gucken, dann haben wir jetzt gerade die großen Fleischfresser alle freigeschaltet. Das hat uns 2 Millionen gekostet. Was ja schon wieder eine bodenlose Frechheit ist, weil es einfach so viel Geld ist. Und hier haben wir genau das gleiche Problem. Auch das, der Sauropode 3. Und die hätte ich eigentlich ganz gerne. Die großen Dickhäuter kosten schweinemäßig viel Geld. Genau wie alles andere hier auch. Ne? Also Infrastruktur, schalala, Fahrzeug-Upgrade kostet auch einfach mal 2 Millionen. Und ja, wir werden aber trotzdem jetzt erstmal in die folgende Richtung weiter vorstoßen. Heißt, das hier lassen wir kurz nochmal bearbeiten, damit wir hier bei unserem, ja, wie heißen die, Compsognathus vorwärts kommen. Da kommen dann 15 oben drauf, fehlen dann also noch 10 für den vollständigen Status. Und hier haben wir aber noch 2 und mit denen müssten wir das im Zweifel sogar schaffen. Ja, da kommen wir voll hin. So, da brauchen wir einen Dreier. 3 in Wissenschaft. Schnelle Extraktion. Dann nehmen wir doch Juck dafür. Aufgabe starten. Ja, und dann sind wir nämlich jetzt eigentlich soweit und können anfangen, am T-Rex rumzuschrauben. Guck mal, 3,4 Millionen kostet das. Dann nehmen wir ihn schon mal, weil dann wird es günstiger. Na, was ein Glück, dass wir hier genau auf 13 kommen. 1,4 Millionen, weil Bray uns das Ganze vergünstigt. So, jetzt können wir noch gucken, wie unsere Expedition abhebt und dann mit den ersten fossilen Teilen wiederkommt vom T-Rex. Ja, und dann möchte ich natürlich noch weitere Genome freischalten, damit sich unsere Saurier ja weitestgehend neutral zumindest verhalten, damit diese ganzen Mali, nenne ich sie mal, negativen Eigenschaften, die ihnen jetzt noch zukommen, ja, damit es aufgehoben wird, so könnte man es sagen. Unter anderem, dass viele fressen wollen. Ne? Das ist ja auch nochmal Fresssucht bei Sauriern. Ein Ding, was wir nicht brauchen. Ja, aber es läuft. Ich bin zufrieden, es läuft. Hier drüben sind wir immer noch nicht beim wirklichen Gewinn. Ich meine aber, das liegt daran, dass hier einfach zu wenige Saurier drin sind. Und das ist wiederum so ein Punkt, wo wir hier nochmal in die Brutstätte gucken können. Zum Beispiel haben wir jetzt den Euoplocephalus. Und da gucken wir mal rein. Der mag zum Beispiel Sauropode.
Apatosaurier dürfte doch eigentlich ein Sauropode sein, oder? Mag. Mag nicht andere Sauropode. Oder er ist kein Sauropode? Wir haben doch hier so ein Lexikon irgendwo. Wir gucken mal, warte mal. Wir haben doch hier so ein Lexikon. Saurier. So, der Apatosaurus gehört zur Diplodocidae-Spezies. Okay. Und er hier, den wir noch nicht gesehen haben, die gehören dann wahrscheinlich zu den Sauropoden. Okay. Ach, guck mal, ja. Herarosaurus oder Hererasaurus, so heißt der genau. Also ein paar haben wir ja schon kennengelernt. Jetzt möchte ich nur mal unseren kleinen Keulenschwinger finden. Wo könnte er sein? Da. Ankylosaurier? Ist er das? Weiß ich nicht. Machen wir es so. Ne, da. So heißt er. Und der ist... Oder mag. Auf jeden Fall auch nicht unsere anderen Jungs. Was ist denn mit dem Compsognathus? Der mag alles. Mag nicht den Indominus Rex und den Indoraptor. Ist ein Fleischfresser. Der dürfte aber unseren großen Apatosauriern ja eigentlich nicht gefährlich werden, ne? Angriff 9, 5, Standarddominanz, ja, Ausdauer, bla 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 bla. Da würde ich meinen, dass das eigentlich einer sein dürfte, wo die sich ganz gut gegen verteidigen könnten. Na, ich habe das schon mal probiert mit den Dilophosauriern. Schaut euch die Folge gern an. Und die haben einfach mal unseren vierten Apatosaurus in Stücke gerissen. Obwohl sie so klein sind und die so groß, hatte er einfach keine Chance. Ne? Ich dachte ja, Angriff, Verteidigung. Und er hat eine Verteidigung 54. Ja, Pustekuchen. Wahrscheinlich wird das multipliziert. Und wenn man einfach mal 5 oder 6 von denen da reinpackt, 7 waren es, glaube ich, dann haben die nicht mehr so viel Chance. Ne? Das Rudel ist halt immer stärker. Ist leider so. Ja, und wir müssen insgesamt trotzdem mal gucken, dass wir hier den einen oder anderen jetzt mal mit dazu packen. Dryosaurier. Mag Ankylosauridae. Stegosaurid mag die Kreuzung nicht. Mag auch Sauropode. Das hier könnte eigentlich so einer sein. Ankylosaurier. Und da muss ich doch jetzt wirklich nochmal hier in die Saurier-Enzyklopädie reingucken. Weil der muss ja hier irgendwo sein, der Bursche. Jetzt gucken wir mal alle gemeinsam. Wo könnte er denn hier sein? Ja. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht hier in unserer Übersicht. Das ist ja merkwürdig. Ich glaube, das hier ist er. Oder er hier. Das könnte auch sein. Hm. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. In jedem Fall würde ich den hier ganz gerne... Vielleicht steht das auch hier irgendwo dabei. Wo er denn dazugehört, zu welcher Spezies. Ja, wäre nämlich eigentlich mal ganz cool. Zu wissen, wozu er gehört. Aber da es ja alles Jungs sind und oder Mädels, die grundsätzlich Pflanzen fressen, könnte ich mir vorstellen, dass es zum Schluss nichts macht. Weißt du was? Wir werden jetzt dieses Genom modifizieren.
Dazu machen wir das aber auch richtig, indem wir hier auf Genom modifizieren klicken. Und dann wählen wir auch diese Hautfarbe aus. Ja, okay, hier sind wir immer noch nicht so weit. Ach, das war ja das Problem. So, wer soll's machen? Juck. Ach, sind die wieder da von der... Ne, da, Juck. Juck wird's machen. Und wenn der das hat, dann machen wir den anderen noch. Und dann werden wir weitere dieser Saurier insgesamt einfach mal zum Leben erwecken. Wacht auf in 53 Sekunden, oh Gott. Aber das ist auch nicht schlimm, denn die Erkältung ist fort. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Also, war genau der richtige Plan, genau die richtige Idee, den schnellstmöglich zu betäuben und zu isolieren. Hätte ein Plan von mir sein können. Im Übrigen immer noch diese leichten Streifen, die hier bei der Bewegung entstehen. Boah, jetzt kommen sie gerade nicht. Doch, jetzt da war wieder einer. Liegt einfach daran, dass Nvidia einen neuen Treiber rausgebracht hat. Und ja, der jetzt, na, seitdem der Treiber da ist, so ein bisschen dafür sorgt, dass diese Spieren da sind. So. Die Forschung ist angepasst. Das ist gut. Und jetzt werden wir hier nochmal reingehen. Ich mache das jetzt einfach hier drüber. Siehst du hier oben, Expedition ist auch noch abgeschlossen. Jetzt werden wir nämlich den anderen auch noch freischalten. In Gruppenanpassung. Was ist das hier? Wo war denn die Gruppenanpassung? Da. Und auch da brauchen wir zwei... sogar ein Zwölfer brauchen wir da. Dann nehmen wir doch... Alvarez. Sanueza. Können wir denn nur zwei machen? Oder können wir es auch drei machen? Ja, können auch drei machen. Dann nehmen wir die drei... Lassen das mal starten und Juck werden wir jetzt einmal in die Pause schicken, die wohlverdiente. Vielleicht spricht man den auch anders aus, ich weiß es nicht. Ausruhen. Sind aber auch schwache Jungs und Mädels, ne? Dass die ständig Pause brauchen. Wenn ich ständig so viel Pause bräuchte, at work, dann würden die mir bestimmt irgendwas erzählen. Haben wir T-Rex gefunden? Ja. 35% T-Rex. So, 6 und 9. Achso, das hier ist einfach wieder nur... Warte. Einer geht noch. Einer geht noch. So, 2 Minuten 30, das sollte relativ zügig funktionieren. Und dann kann das mit dem T-Rex demnächst losgehen. Ja, das, was ich jetzt nicht machen werde, das hat mich nämlich schon einmal in Ruin getrieben, war, dass ich angefangen habe, ein Gehege zu bauen, dabei aber die Kosten, die laufenden, unterschätzt habe. Und hier hinten haben wir ja noch mega viel Platz. Ne? Das wäre so mein Wunsch, hier runter zu bauen. Andererseits darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn wir mal hier vorne lang fliegen, dass wir auch hier noch eine ganze Menge haben. Und hier hinten ja auch noch eine ganze Menge. Ich sag mal, es kann ja nicht schaden, so ein T-Rex möglicherweise hier hinten hinzubauen. Denn wenn der mal ausbricht, dann haben alle anderen noch die Möglichkeit zu flüchten. Wäre eine Option, eine Idee. Aber auch dafür brauchen wir mehr Geld, denn das Umgestalten dauert halt einfach
ein bisschen und kostet vor allem sehr, sehr viel Geld. So, hier rechts sehen wir nochmal, was passiert. Wissenschaftler in Erholung, Gruppenanpassung in der Erforschung und Fossilien in der Bearbeitung. Können wir doch nochmal bei unseren Velociraptoren reingucken. Velociraptoren, ich sage einen Velociraptor. Velociraptoren. Härte der Zähne und Klauen. Das wäre dann das nächste, was wir freischalten müssten. Ich möchte jetzt aber zum einen die Expedition wieder losschicken. Wissenschaftler-Limit 3. Ja, müssen wir noch kurz warten, bis die fertig sind. Komm, einmal schnell beschleunigt. Fertig. Jetzt haben wir beim Comp Sognathus ein vollständiges Genom. Darüber freue ich mich sehr. Und auch hier ist es so, na, das wäre so einer, den ich hier mit reinpacken würde, zu den Dryosauriern. Weil die sind ja relativ klein, eigentlich, die Jungs hier. Na, das ist ja... So, da hat er schon mal Kurzlebigkeit. Ein bisschen was. Gesundheit, da können wir auch noch was freischalten. So, Belastbarkeit werden wir erhöhen. Sozial. Anhänglich, bescheiden. Hier hinten Fitness. Packen wir einen nach oben. Ja, Verteidigung brauchen wir eigentlich nicht. Toleranz. Geselligkeit. Jetzt können wir noch zwei. Ergebenheit. Chance auf Eigenschaftsbeeinflussung. Kleine Gehege anzupassen. Ja, darum geht's nicht. Wir haben ja ein relativ großes Gehege, wo die zumindest mal rein sollen. Und dann machen wir hier bei der Belastbarkeit noch einen nach oben. Speichern. Ah, Moment. Vielleicht gibt es ja hier auch noch eine coolere Farbe. Ja. Ja. Speichern und beenden. So, Genom modifizieren haben wir gemacht. Wissenschaftler zuweisen. Es wird schön. Es wird schön. Jetzt brauchen wir 8. Dann nehmen wir Juck. Der ist quasi durch. Oder wir können auch Alvarez nehmen. Hier. Schnelle Synthese. Da haben wir doch die 8. Ja, und dann bin ich gespannt, wie groß die Gruppengröße denn sein muss. Gelegegröße 10. Jetzt bin ich gespannt, wie die da rauskommen. Und bei unseren Europlocephalus-Sauriern können wir nämlich jetzt auch gucken, nachdem wir das ja alles gemacht haben. So, anhänglich. Setzen wir mal auf 0. Und hier sozial ungesellig. Dann hätte ich ganz gerne hier plus Belastbarkeit. Kampf, ja. Erhöhen wir den Kampf mal. Farbe. Sala del Huasco. Das machen wir. Jo. Dann kommen die nämlich alle in ein Gehege und sind dann happy, wenn es losgeht. Prima. Gucken wir nochmal bei der Expedition rein. Sind wir denn jetzt soweit, dass wir am Tyrannosaurus weiter rumdoktern können. Wir brauchen eine 13. Die haben wir hier. Kostet 2,38 Millionen. Wow. Aber gut, wer ein T-Rex haben will, der muss ein bisschen was investieren. Beißt die Maus keinen Faden ab. Und die Synthese ist hier abgeschlossen. Je mehr
von den Dinos wir haben, desto besser ist es ja. Eier auswählen. Und die sehen fast ausnahmslos gut aus. Das ist gut, sanftmütig. Auch gut. Schläft lieber am Tag, von mir aus. Weißt du was, die brüten wir alle aus. Scheu. Ja, den können wir auch nehmen. Kostet uns nur 250.000. Das ist ja quasi nix. Was brauchen wir? 5. Dann nehmen wir Mao. Schneller Brutvorgang. Haben wir sogar schon. 250.000. Starten. Alle, alle. So, und die kommen da hinten hin. Awesome. Darauf freue ich mich schon jetzt. Und mal gucken, was unsere Apatosaurier dazu sagen werden. Könnte natürlich auch sein, dass 10 von denen wiederum zu viel für unsere Apatosaurier sind. Aber wir werden es sehen. Und zwar bald. Ah, nicht schon wieder Regen. Es reicht doch schon, dass hier im realen Leben schlechtes Wetter ist. Jetzt muss man das hier auch noch im Spiel haben. So, Brutvorgang ist abgeschlossen. Saurier freilassen per Airlift. Ja, das wird jetzt eine kleine Überraschung für unsere Apatosaurier. So, 10 Stück. Das ist eine Invasion. Das könnte man so nennen. Das ist eine Invasion. So, da haben wir wieder einen Toten. Ein Dryosaurus. Vermutlich an Altersschwäche gestorben. Jo, das ist so. Und trotzdem möchte ich jetzt nochmal hier reingucken. Was gibt's denn hier überhaupt? Charaktere, Orte. Nee, das interessiert mich nicht. Leiden. Paläobotanik. Da geht's nur um Pflanzen, möchte ich meinen. Diverse Funde. Ja, okay. Da kann man überall noch was lernen. Also ist auch was für Kinder, möchte ich meinen. Aber spannend wäre eigentlich nochmal das hier. Haben wir den Dryosaurier denn? Das ist er nicht, ist mir schon klar. Da, 0,3 Meter groß. Ja, die sollten unseren, ich bin gespannt, unseren Apatosauriern eigentlich nichts anhaben können. Aber man weiß es ja nun mal nicht. So, das wollte ich gucken. Familie Dryosauridae. Ja, ich muss jetzt nur noch einen finden, der sich mit den Dryosauriern versteht. Guck mal, wie sie da alle hängen. Der Bienenschwarm. Und da drüben fliegen die ersten ein. Ja, die sind schon klein, ne? Die siehst du gar nicht an. Da hängt er. Warte, probier mal ein bisschen ranzukommen. Da. Okay, also das sind schon kleine, wirklich kleine Jungs und Mädels. Da kommt er. Numero uno. Der ist so klein, den siehst du gar nicht. Ja, einsam. Ja. Die anderen kommen ja gleich.
Nicht, wer kämpft? Jungs, jetzt macht doch nicht schon wieder so ein Mist hier. So, also er hat schon mal eine Fleischwunde. Und das ist wieder schlecht, weil wir ihn jetzt natürlich betäuben müssen. Was mit ihm? Der ist nur in Panik, dem geht's aber gut. Haben sie den anderen da jetzt mal rausgeholt? Nee, okay, noch nicht. Transport im Gange. Ja, die sind so klein, die siehst du gar nicht. Also es, im Zweifel lohnt sich das auch nicht für unsere Zuschauer. Aber hier haben wir ja... Nee, Lebenbeute brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wir brauchen so eine Fleischfressstation. Da. Aktivieren. Produkt wird transportiert. Und da können die erstmal hin. Und sich ein bisschen austoben. Jetzt muss ich mal schon mal schauen. Wo sind denn die Burschen? Alle da vorne. Die sind so klein, die sieht man nämlich einfach nicht. Da ist einer. Ach, die Geräusche sind so witzig. Wie er hüpft. Ist das Gras zu hoch oder was? Ah, guck mal. Bestand 4. Sand brauchen die also. Okay. Dann wollen wir doch noch mal ein bisschen Sand hinzufügen. Und dann bitte aber auch nicht. No, das passt ja. Da würde sich freuen, der Kleine. Komfort steigt. Einsam bist du gleich nicht mehr. Boah, der mag quasi alle, ne? Ja, die müssen aufpassen, dass sie nicht überfahren werden. Und da hat noch einer Knochenbruch. Mal wieder hier. Ein beschädigter Zahn. Ne, warte, da. Der Onkel Doktor. Transportiere Produkt. Da liegt er. Ja, dann bringen wir den mal in die Krankenstation. Das brauche 6. Das macht Mao für 59.000. Cilien ansehen. Können wir auch nochmal reingucken. Jo, wisst ihr was? Hier, Tyrannosaurus Rex. Plus 42. Dann bauen wir hier noch die teuren Dinge ab und gucken mal, dass das passt. Schnelle Extraktion. Juck mal wieder. Das hier bringt auch noch mal ein bisschen was ein. Plus 42, 45. Ja gut, ein paar haben wir schon. Können wir auch erstmal abwarten. Produkttransport wird durchgeführt. Da, jetzt wird der Tote endlich abgeholt. So, und das, was ich jetzt hier als nächstes machen wollte, war den Europlocephalus letztendlich ausbrüten zu lassen. Der braucht eine 9 in der Forschung, schnelle Synthese. Und dann gibt es noch eine 3 dazu.
Und dann sollte das eigentlich vorwärts gehen. Produkt wurde eingesammelt. Da läuft die Ziege noch. Ich bin mal gespannt, ob sie die Ziege auch noch irgendwann wegnaschen. Übrigens ganz witzig, war ja neulich im Zoo. Und da gibt es ja auch immer so einen Streichel-Zoo-Anteil dabei. Und da war tatsächlich eine Ziege, die da noch rumstand. Alle anderen waren schon auf dem Weg nach drinnen, weil der Zoo geschlossen hat. Und da habe ich einfach mal so im Hals und habe angefasst und habe gemerkt, wow, die hat aber eine Verspannung. Und dann habe ich da einfach mal so ein bisschen dran rumgedrückt und das hat der Ziege so gut gefallen. Wahnsinn. Hat die schön ihren Kopf gegen das Geländer da gedrückt und quasi die Augen geschlossen und hat sich gedacht, oh mein Gott, kann der das gut. Nicht nur streicheln, sondern mal einer, der richtig zupackt. Komm gerade nur drauf, weil ich die Ziegen hier rumlaufen sehe. Also von daher, witzige Geschichte, zumindest aus meiner Perspektive. Jo, meine Lieben, und das soll es für diese Episode gewesen sein. Wir schauen mal, wie es mit unseren Sauriern, dem Europlocephalus, weitergeht. Aber erst in der nächsten Episode, denn 30 Minuten sind leider schon wieder rum. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr mir wie immer bitte den Daumen nach oben unterhalb des Videos da. Schreibt in die Kommentare, was als nächstes gebaut werden soll oder welche Tiere ich mit wem zusammenpacken soll. Und ja, falls ihr noch kein Abo habt, dann drückt auch gerne auf den Knopf. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye bye.